Ich bin. Gottes Segen. Und ich sage, ich bin. Ich bringe euch das Wort Ich bin. Es kommt aus dem Frieden zu euch und es sagt, du bist es. Gott kommt und sagt, siehe, du bist es. Und ich komme im Namen der Liebe und bringe das Wort und sage, schau, du bist es, Gott. Die Aufgabe eines jeden Menschen ist es, seine Quelle zu spüren, sie in sich anzuerkennen und mit der Quelle zu gehen. In diesem Moment geschieht ein neues Leben, ein neues Bewusstsein, eine neue Welt. Gott. Gott kommt durch jeden Menschen, jedes Geschöpf, doch der Mensch hat die Möglichkeit, in Gott zu erwachen, an der Schöpfung bewusst teilzunehmen, die Schöpferkraft zu spüren und mitzugehen. Das Leben, die schöpferische Kraft Gottes, das Erscheinen Gottes und das Wirken Gottes kann der Mensch in seinem Bewusstsein erkennen. Und er kann Gott fühlen. Er kann an Gott teilnehmen. Das ist das große Geschenk an den Menschen. Und ich sage euch, es ist ein Geschenk. Ein Leben ohne Gott. Das ist ein Leben ohne Leben. Ich bringe euch die Früchte des Lebens und ich sage euch, haltet an und spürt, da ist Gott in euch. Und die liebende Gegenwart Gottes kümmert sich nicht darum, wer ihr seid. Es kommt nur darauf an, dass ihr euch der Quelle öffnet und hingebt. Alles andere ist nicht wichtig. Nicht wichtig, welcher Religion ein Mensch angehört. Wer die Liebe in seinem Herzen wählt, der ist schon auf dem Weg. Haltet nicht fest. Gott ist das Geschenk an euch alle. Und das Leben beschenkt euch mit seiner Fülle, mit seiner Lebendigkeit. Das Leben sagt, komm, du bist es. Und ich sage euch, haltet an. Das ewige Leben ist im Menschen. Wer das Göttliche in sich erkennt und dem Göttlichen folgt, der geht in das ewige Leben. Denn wer vom Leben erfüllt ist, der kann niemals ohne das Leben sein. Und wer mit dem Leben ist, ist für immer am Leben. Ihr sollt wissen, Gott ist eure Bestimmung. Und das ist schon seit vielen Jahrtausenden die Bestimmung für alle Menschen. Und es gab Kulturen, in welchen diese Bestimmung erfüllt wurde. Doch es gab auch viele Kulturen, die sich selbst zerstört haben,
Heute lebt ihr auf einer Welt, auf der alle Kulturen zusammentreffen, weil es eine besondere Zeit und Möglichkeit ist, die Quelle zu spüren und innerlich aufzuerstehen. Die Auferstehung ist gleichzustellen mit dem Erwachen. Und eure Energie verstärkt sich, je länger ihr auf die Quelle schaut, Stille haltet und die Quelle erwartet. Und jeder Mensch, der diesen Weg geht, ist gesegnet und wisst, jedes Erdenleben ist von größter Kostbarkeit und Wichtigkeit, weil das, was ist, immer einmalig ist und nie wieder, so wie es ist, zurückkehrt. Über euer Bewusstsein wird euch vollkommen klar, wie wichtig jeder Augenblick in eurem Leben ist. Und ich sage, lasst Gott nicht warten. Denn es geht um eure Unsterblichkeit. Und ich weiß, dass ihr vieles nicht verstehen könnt. Wohl hört ihr es, aber könnt es nicht verstehen. Aber ihr bekommt die Möglichkeit, es zu verstehen. Und ich sage euch, es ist vieles in eurem Leben nicht so wichtig, wie ihr denkt. Es gibt vieles, das viel wichtiger ist. Und das gilt es zu schätzen, zu ehren, zu pflegen. Eure Verbindung und vor allem euer klarer Geist. Trübt euren Geist nicht. Haltet in eurem Wesen einen klaren und gesunden Geist fest. Denn er schenkt euch Ruhe. Und ihr braucht diese Ruhe, um euren Weg gehen zu können. Und ich sage, wartet nicht darauf, dass es einfach geschieht. Es ist jeder Tag ein Geschenk, der euch sagt, öffne das Geschenk, erkenne Gott in dir an und zögere nicht, warte nicht. Jene, die schon vor langer Zeit gewartet haben, sie warten auch heute noch. Doch wer vor langer Zeit schon in seinem Herzen das Leben erweckt hatte, der ist auch heute noch am Leben. Ich komme aus der hohen Ich-Bin-Gegenwart, aus dem Licht, aus Christus, da wo die Sprache des Herzens herrscht und keine andere Sprache gesprochen wird. Und ich komme zu euch, weil ihr ein Verlangen habt und ihr wollt verstehen, worum es in eurem Leben geht. Das ist eine sehr wichtige Frage. Und ich sage euch, jeder wird seine Antwort erhalten. Denn das Leben ist gütig und es sieht, wer sich für das Leben öffnet, denn das Leben erkennt seinesgleichen. Ich spreche aus der hohen, mächtigen Ich-Bin-Gegenwart, das heißt, ich komme aus Gott. Und ihr spürt, fühlt, und ihr erkennt die Worte, denn ich komme in Liebe
und ich bringe Menschen Liebe. Ich bringe die Früchte des Lebens hier zur Erde und ihr sammelt sie auf und ihr nehmt sie mit und sie geben euch die Nahrung, die euch mit der Seele verbindet. Und ich komme zu euch mit den Worten der Wahrhaftigkeit, weil sie in dieser Welt kaum gesprochen werden, kaum gehört werden. Und ich spreche zu all jenen in der Stille, zu jedem, der in der Stille sein Herz für Gott öffnet, und der wird meine Worte empfangen. Ihr wisst, Gott ist immer da. Ich bin immer da. Meine Worte kommen zu euch, damit ihr euch selbst erkennt. Ich bin, der ich bin, damit ihr erkennt, wer ihr selbst seid. Ich bringe euch Frieden in euer Herz. Und in den nächsten Tagen werdet ihr weiter von der Kraft des Friedens berührt, um Frieden zu schließen auf allen Ebenen. Und es wird euch eine Energie zur Verfügung gestellt, die es euch erlaubt, Ordnung in euer Leben zu bringen. Und ich sage euch, nutzt die Zeit, denn es herrscht großer Segen. Tore sind weit geöffnet und der Segen kommt. Streckt euch nach dem Licht und tut euer Verlangen kund und zögert nicht mit eurem Verlangen. Geht Gott entgegen. Es gab eine Zeit, in der auch ich über die Erde gegangen bin. Und so kenne ich das Erdenleben. Und ich gebe euch die Worte, weil es euch darüber möglich ist, euer Leben zu finden. Liebe. Meine Worte sind die Botschaft der Liebe. Und dies ist mein Segen an euch.